Moin Freunde, was geht? Willkommen auf meinem Kanal zurück. Gestern Abend, das heißt, ihr seht das heute am Mittwoch und gestern Abend, also Dienstagabend, während ich im Stream war. Das heißt, wenn ihr morgen im Stream dabei sein wollt, wir wollen offene Runden Warzone spielen, kommt gerne auf Twitch TV Schepperfeuer. Aber während ich im Stream war und Black Ops 4 gespielt habe und es genossen habe, kein Matchmaking im Sinne von Skill-Based Matchmaking zu haben, kam ein neuer Cinematic-Trailer von Black Ops Cold War für die Season 2. Und wir wollen heute einmal kurz durch den Trailer durchgehen und schauen, was wir vielleicht Neues finden, was wir in meinem letzten Video noch nicht gesehen haben. Das erste, was wir sehen, das ganze Setting sieht ein bisschen aus wie aus der TV-Serie Lost. Und wenn wir uns diese Map oder diesen Bereich angucken, den wir hier haben, dann sieht das 1:1 so aus wie Jungle. Das heißt für mich, entweder wir kriegen Jungle als Remake-Map wieder, so wie Jungle schon gefühlt in jedem anderen COD mit Treyarch zusammen war, oder wir kriegen zumindest noch eine Map, von der wir noch nichts wissen, die irgendwo in einem Theme spielt, was mit Dschungel ähnlich was zu tun hat. Ich persönlich habe eigentlich keine Lust mehr, wieder Jungle als Map zu haben. Das Remake in Black Ops 4, wo wir dann von dem Black Ops 4 Remake noch eine durchflutete Jungle-Version bekommen haben, fand ich schon anstrengend genug, sieht aber auf jeden Fall so aus, als wenn es darum diesmal gehen würde. Wir haben einen nagelneuen Charakter. Dieser Charakter heißt Naga oder Naga. Ich weiß nicht, wie man es aussprechen soll. Dieser Charakter wird zu 100% im Season Pass wieder mit drin sein. Wir haben das bisher immer gehabt, dass der Hauptcharakter der neuen Cinematic Trailers automatisch kurz danach in der neuen Season, im Battle Pass oder Season Pass, wie ihr ihn nennen wollt, mit drin ist. Dann sehen wir in diesem Cinematic Trailer auch noch, wie Stitch und Naga oder wie auch immer man ihn aussprechen soll, gemeinsam kommunizieren. Und Stitch sagt ihm, lasst sie ruhig glauben, dass Nova 6, also das Gas, was wir aus den anderen Call of Duties auch kennen, was ja eigentlich die Geschichte hier geteased hat, dass auf Rebirth Island das Gas gefunden wurde und. Er sagt, lasst sie ruhig glauben, dass das Gas Supplements, das heißt die Versorgung davon, lasst sie glauben, dass das Wichtigste für uns ist. So wie es aussieht, scheint diese gesamte Geschichte mit Nova 6 einfach nur ein großer Fake zu sein. Was das am Ende mit den Zombie-Automaten bedeutet oder was das damit zu tun hat, kann ich aktuell nicht sagen. Gefühlt ist es aber so, als wenn die Zombies immer noch so der Hauptkern von dem Ganzen sind. Vielleicht ein neuer Nebenmodus der Zombies und dieses Nova 6 Gas hat am Ende mit der neuen Warzone-Map eigentlich erstmal gar nichts zu tun. Wenn man mal genau schaut, haben wir verschiedene Charaktere, die wir so noch nicht wirklich zuordnen können. Eine dieser Charaktere ist eine etwas kleinere, zierliche Frau und wenn man genau hinguckt, hat die so eine Art abgesägte Schrotflinte in der Hand. Wenn man aber genau guckt, sieht das eher aus wie der M79 Granatwerfer, der etwas abgekürzt ist. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube nicht, dass es eine abgesägte Schrotflinte ist. Ich persönlich glaube wirklich, dass es der Granatwerfer ist. Wenn ihr der Meinung seid, ihr wisst, welche Waffe das ist, schreibt es gerne unten in die Kommentare. An dieser Stelle ein ganz kurzes Break, Leute. Lasst mir super gerne ein Like und ein Abo da. Ich würde mich riesig über eure Unterstützung freuen. Und direkt weiter zum Thema. Wir haben einen zweiten für uns unbekannten Charakter und das ist ein brachial großer, kräftiger, schwarzer Kriegersoldat irgendwas, der etwas Spezielles in der Hand hat. Und da sollten wir genau drauf gucken. So wie es aussieht, hat er eine Minigun in die Hand. Oder in der Hand. Und wir wissen ja schon seit den ersten Leaks und Teasern von Season 1, bevor es Season 1 eigentlich ganz rauskam, dass verschiedene Spezialistenfähigkeiten wie die Death-Maschinen, wie der Annihilator, wie der Reiniger kommt jetzt ja in der neuen Season, dass diese Sachen als Streaks neu verpackt mit den Seasons ins Game kommen. Wir haben den Reiniger schon gesehen im Teaser-Trailer für Raid. Das heißt, beim Reiniger sind wir uns ziemlich sicher. So wie es aussieht, kriegen wir jetzt auch die Death-Maschinen mit dazu. Dazu können wir drei verschiedene Waffen sehen. Die erste Waffe, die wir bei diesen Charakteren in der Hand sehen, ist die LC-10 oder LC-10. Von der ich im letzten Video schon mal gesprochen habe. Höchstwahrscheinlich eine von den zwei Waffen, die im Season Pass kommen und eine dritte Waffe, auf die kommen wir gleich zurück, wird wahrscheinlich irgendwann mit Season mit rauskommen. Wir haben die Armbrust dazu. Das heißt, wenn die Armbrust wieder da ist, heißt es auch wieder, wir kriegen den neuen Modus oder den alten neuen Modus Stock und Stein. Viele von euch fanden den witzig, ich finde ihn persönlich nicht so dolle, aber lohnt sich trotzdem für jeden, wenn er mal reinschauen möchte. Die dritte Waffe, und das ist die, auf die wir eigentlich alle schon gewartet haben, ist die Galil. Die Galil war in jedem Black Ops Teil, wenn ich richtig liege, bisher drinne, gehört zum Cold War Theme wie nichts anderes dazu. Das heißt, auch die Galil als zweite Season Pass Waffe sozusagen wird auf jeden Fall mit dabei sein.
Neben dem schwarzen Charakter mit dieser Minigun haben wir auch noch einen Charakter, der etwas in der Hand hat. Das, was der in der Hand hat, sieht erst für mich oder sah erst für mich wie der Magnum Revolver aus. Mit irgendwie einem anderen Lauf, einem anderen Magazin. Wenn man aber genau hinguckt, könnte das anstatt der Magnum Revolver auch der Annihilator sein. Das würde passen, denn der Annihilator ist ähnlich wie in Black Ops 3 auch für Black Ops 4 ja mitgenutzt worden und soll auch in Black Ops Cold War eigentlich eine Streak später sein. Ich bin mir allerdings anhand dieses Image oder dieser Grafiken in diesem Cinematic Trailer noch nicht absolut sicher. Das heißt, auch da könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob das für euch der Annihilator, also Annihilator ist oder eher doch wieder die Magnum mit verschiedenen Aufsätzen, weshalb sie komisch aussieht. Das zusammengefasst sind eigentlich alle Infos, die wir aus diesem Cinematic Trailer bisher bekommen haben, es sei denn, mir ist irgendwas, ich sag mal, durch die Lappen gegangen. Ihr seid jetzt in dem Moment gefragt, Leute, wenn ich irgendwas übersehen habe, schreibt es super gerne in die Kommentare. Über ein Like und Abo, wie gesagt, würde ich mich riesig von euch drüber freuen. Wenn ihr irgendwas gesehen habt, was ich nicht gesehen habe, schreibt es in die Kommentare. Ich werde es in der Beschreibung im Nachhinein mit einfügen. Ich bin raus, haut rein.